Ich nehme schon auf, ne? Ich nehme schon auf. Also das ist einfach so dermaßen ansteckend, dass es einfach nur toll ist. Also mehr kann ich auch nicht sagen. Mein Name ist Sabine Oelkoko. Ich wohne in Konstanz und ich habe einen Sohn, der ist jetzt 7,5. Ich bin alleinerziehend und beruflich bin ich vom Ursprungsberuf eigentlich Grafikdesignerin. Bin jetzt aber schon länger dabei, eine Ausbildung zu machen zur Kunsttherapeutin und eröffne demnächst einen Malort nach Arno Stern in Konstanz. Zu Daniel Pasch bin ich gekommen. Ich habe im Internet gegoogelt, speziell nach Arbeit mit Kindern. Also ich wollte unbedingt mit Kindern arbeiten. Also Kunsttherapie mache ich ja schon, die Ausbildung, aber speziell mit Kindern zu arbeiten hat mich sehr interessiert. Es ist einfach deswegen toll, weil man es ja an sich selber erlebt. Also man macht ja eine Art Selbsterfahrung. Man wächst jeden Tag ein paar Zentimeter. Und ja, also ich meine, ich bin einfach nur völlig glücklich im Augenblick, weil es mit mir ganz viel macht und ich diese Möglichkeiten auch weitergeben möchte. Also die Möglichkeiten, in seine Ressourcen und in seine Energie zu kommen. Das finde ich toll. Und wenn man das den Kindern und Jugendlichen weitergeben kann, dann macht mich das glücklich. Also das möchte ich gerne machen. Also der Daniel Pasch ist einfach, indem wir es machen, so authentisch, dass es einfach nur eine Freude ist, ihn zu beobachten, wie er die Inhalte vermittelt. Also ich freue mich jeden Tag eigentlich mehr und ich kriege wahrscheinlich Entzugserscheinungen nächste Woche, wenn ich zu Hause bin, weil der zweite Block ist ja zu Ende und der dritte ist dann erst im Herbst. Also das ist eine echt lange Zeit. Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, dann ist es einfach so eine schöne Möglichkeit zu unterstützen. Und ich freue mich richtig drauf, das dann auch anzuwenden.